Hallo zusammen und willkommen zurück zu Unreal Engine Tutorial Nummer, keine Ahnung, 57 oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Wir machen weiter mit dem Sequencer und zwar geht es dieses Mal nicht mehr um die Animation, die haben wir letztes Mal gemacht. Wir haben hier ein paar kleine Schussanimationen. Ihr könnt hier übrigens auch noch Effekte einfügen, genau gleich mit Add Actor to Sequencer und so weiter und so fort, wie wir es auch letztes Mal gemacht haben. Und dann haben wir hier eine kleine Laufanimation. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier an Animation machen wollen. Es soll eine sehr, sehr simple Szene sein, oder was heißt Szene? So eine kleine Zwischensequenz sein, wo er irgendwas abschießt, keine Ahnung. Relativ sinnfrei. Wir wollen jetzt allerdings natürlich noch mit den Kameras ein bisschen arbeiten. Der Trick dahinter ist natürlich, dass ich euch irgendwie zeigen möchte, was ist. Und wir fangen mit Shot 1 an. Und wir sehen jetzt hier, wir haben in der Animation einen Track drin. Wir haben das Ding Animation genannt. Und wir haben einen Track drin, weil wir die Animation von ihm haben. Das heißt, wenn wir jetzt auch unseren Master abspielen, fangen wir vorne mal an, dann sehen wir, passiert Folgendes. Ja, wir sehen, er läuft los und kommt aber nicht ganz zum Ende, glaube ich. Weil das hier natürlich nicht unbedingt das Ende sein muss. Wir schauen jetzt einfach mal ganz kurz bis, ups, das wollte ich nicht, bis wohin wir überhaupt brauchen. Ich glaube, wir brauchen bis hier. Joa, achso, halt, ich habe den Shot 1 gesetzt. Der wird natürlich hier limitiert vom Master. Der geht bis hier. 166, wirklich? So, 165 sind es nämlich. Und ja, dann kommt er auch richtig an. Das ist gut. So, und jetzt sind wir hier natürlich bei... oder wir stellen es doch weiter nach hinten. Ich weiß nicht genau, wie lange es denn eigentlich geht. Aber gut, sei es drum. Wir müssen natürlich hier jedes Mal jetzt anpassen. Ich glaube, wir sind bei 179 gewesen. Ist auch egal. Was wir jetzt hier haben wollen ist, also wir sehen, wir haben schon eigentlich in unserem Shot 1 alles drin, was wir haben wollen. Aber wir wollen natürlich Kameras haben. Und ja, jetzt gibt es den etwas umständlicheren Weg über hier Kamera raussuchen, also hier über Cinematic. Da brauchen wir jetzt tatsächlich den Modes Panel. Und hier sehen wir Camera Rig Crane, Rig Rail, dazu komme ich noch. Nicht dieses Video, irgendwann anders, das sind so Spezialdinge. Aber was wir hier brauchen, ist eine Sign Camera Actor. Die kann man jetzt hier reinziehen und so weiter und so fort. Zeige ich euch nicht, könnt ihr von mir aus gerne selber probieren. Ihr könnt sie auch hier hinzufügen über Add Actor to Sequencer. Ist aber völlig unnötig, weil man kann hier auch einfach über Create New Camera and Set It as the Current Camera Cut. Kann man einfach draufklicken und das macht im Endeffekt alles für euch. Und dann habt ihr eigentlich wirklich alles, was ihr braucht. Die Subscenes oder die Sequence mit der Animation hier ist immer noch da. Und dann habt ihr hier eben einen Sign Camera Actor und Camera Cuts. So, und jetzt kann ich natürlich hier Lock Viewport to Camera Cuts machen. Und dann bekomme ich hier den Viewport von meiner Kamera. Und ihr seht hier oben vielleicht Pilot Active, Sign Camera Actor. Das heißt, durch diesen Klick hier drauf habe ich jetzt tatsächlich gesagt, okay, ich möchte diese Kamera führen, ich bin die Kamera. Und jetzt kann ich hier mit WASD und rechter Maustaste gedrückt halten, die Kamera so einstellen, wie ich das eben möchte. Und was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt genau dasselbe wie bei unseren Animationen. Ich mache das jetzt mal gerade so ein bisschen größer, so dass wir alles sehen können. Wir haben hier auch die Möglichkeit, Keyframes zu erstellen. Und zwar, apropos hier, rot bedeutet, das Ding ist noch nicht gespawnt, sozusagen die Kamera existiert noch nicht. Die wird erst an Sekunde 0 gespawnt. Und ja, jetzt können wir hier über unsere Camera Component, können wir einzelne Dinge einstellen, wie hier eben zum Beispiel, den Current Focus, Focal Length, Focus Distance, Current Aperture, keine Ahnung, was das ist genau. Und ja, hier Transform, Spawn, ist alles nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, ist, wir können genauso hier eben Keyframes setzen, wie wir es auch davor schon hatten. Und das bedeutet, wir können hier sagen, hey, okay, ich möchte jetzt am Anfang, wo fängt er denn an? Er macht hier das da, da will ich eine Nahaufnahme haben. So, also ich gebe mir jetzt hier auch nicht wirklich so viel Mühe. Ihr könnt euch sehr, sehr gerne, da werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, könnt ihr euch auch noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ah, und jetzt ist es endlich da. Ich habe mich gerade gefragt, warum das Details-Panel hier drüben nicht erschienen ist. Und was ist hier eigentlich los? Ach so, ja, okay. Er hat mich aus dem Piloting-Mode rausgeschmissen, dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir hier natürlich ganz normal wieder das, aber unsere Sign-Camera ist immer noch da. Ich will die jetzt natürlich trotzdem weiterhin tracken hier.
Ah, das hatte ich eigentlich nicht vor. So, Log ist ganz gut. Und jetzt wollen wir hier auch piloten. So, und jetzt will ich das Ding eigentlich hier drauf piloten. So, und jetzt haben wir hier drüben auch mehrere Einstellungen bekommen. Und ihr seht vielleicht hier in unserem Viewport, das Ding ist mega unscharf. Das ist aber nicht irgendwie, weil die Engine scheiße ist oder sowas. Nein, das ist einfach eine Kameraeigenschaft. Ihr seht, hinten ist es relativ scharf, vorne sehr, sehr unscharf. Das liegt daran, dass der Fokus da drauf gesetzt wird. Und ja, jetzt wollen wir natürlich den Fokus neu setzen, nämlich auf den Typ hier. Das heißt, apropos Piloten, kann man nur hier drauf, bam, nein, wollen wir es so? Ich glaube, wir wollen so, oder? Ja, so sieht es irgendwie cooler aus. Okay, wir machen jetzt hier erstmal S, damit wir hier einen Keyframe für die Transformation bekommen. Das heißt, wir haben unsere Kamera genauso, wie wir es hier in dem Piloting-Mode haben, ist sie jetzt auch wirklich gesetzt an Stelle 0. So, dann machen wir Folgendes. Wir gehen hier jetzt über, achso, übrigens hier über die Filmback-Settings könnt ihr auch noch 16:9 austauschen in, keine Ahnung, IMAX-Format oder Full-Frame-DSLR oder Micro Four Thirds oder ein Custom-Format. Also ihr könnt ja einstellen, was ihr wollt. Wir werden das jetzt allerdings nicht vertiefen hier. Ja, also das sind alles solche Einstellungen, die man braucht man jetzt nicht unbedingt. Was wirklich wichtig ist, ist das Focus-Setting hier, finde ich zumindest. Und das kann man hier einfach über die Pipette, da klicken wir einmal drauf und dann müssen wir allerdings, Achtung, nicht hier in dem Sign-Port, sondern hier drüben müssen wir den Typ markieren. Den Typ markieren. Verdammt, ich krieg die ganze Zeit den Nebel. Okay. Ja, unpilot. So, probieren wir es nochmal, die Kamera auswählen und hier die Pipette und jetzt will ich, toll, den Typ. So, ich habe ihn getroffen. Wir sehen, er ist jetzt scharf geworden. Die eine Waffe hier ist schon wieder unscharf. Warum ist die eine Waffe unscharf? Naja, weil sie nicht mehr im Fokus ist. Ich habe das Fokus-Dingens auf sein Gesicht gesetzt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe leider eine doofe Auflösung gewählt. Fällt mir gerade so auf. Aber die brauche ich eigentlich hier nicht. So, okay. Das heißt, ich habe jetzt hier ihn quasi ausgewählt, habe jetzt hier den Fokus auf ihn drauf. Und Achtung, jetzt brauchen wir, jetzt hat sich das hier verändert. Ihr könnt es auch nochmal manuell einstellen, also von mir aus nochmal ein bisschen was anderes scharf stellen oder sowas. Das würde ich allerdings, also muss nicht unbedingt sein. Ich finde, hier ist es ganz sinnvoll, wenn man die Pipette immer verwendet. Und dann machen wir hier auch einen Keyframe. Dann sehen wir, hier haben wir auch einen Keyframe für unseren Fokus. Und jetzt können wir natürlich auch sagen, okay, der Fokus switcht von mir aus innerhalb von diesen, sagen wir, bei 25 Frames haben wir hier vorne auf den Waffen den Fokus. Das heißt, wir setzen jetzt hier den Fokus, achso, jetzt muss ich hier irgendwie die Waffen auswählen können. Ohne den Nebel am besten. Okay, mal gucken, ob ich das treffe. Nein, wieder den Nebel getroffen. Damn it. Die Kamera bitte. Das Ding. Habe ich sie? Habe ich sie? Habe ich? Nein, habe ich nicht. Doch, ich glaube, ich habe. Aber nicht vorne. Ich will eigentlich vorne. Okay, das dauert jetzt ein bisschen, weil das echt so ein kleines Gepriemel ist. Normalerweise sollte man hier wirklich mit zwei Bildschirmen arbeiten. Das ist deutlich einfacher. Ja, okay. Dann machen wir es diesmal eben nicht über die Pipette. Gerade das, was ich euch zeigen wollte. Nein, das ist die falsche Richtung. So. Sehen wir hier die Waffen ganz, ganz schön scharf. Und jetzt machen wir hier wieder einen Keyframe. Und wenn wir jetzt diese Szene abspielen, dann sehen wir, Achtung, ich lasse es gerade mal kurz laufen, achtet darauf, wo der Fokus liegt. Der Fokus liegt aktuell auf seinem Gesicht und wenn wir hier weiterspielen, dann sind die Waffen im Vordergrund. So richtig, bam, da hast du. Und ja, das ist jetzt unser erster Trick hier gewesen. Die Kamera soll sich nicht bewegen. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich hier in diesem Shot machen möchte. Und ja, jetzt kann ich natürlich noch mehr machen, allerdings würde ich tatsächlich hier wieder rausgehen und sagen wir mal das Ganze hier abspielen. Und das hier drüben ist das, was auch wirklich nachher die Szene enthält. Also ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Bam! Und dann geht er weiter und dann hat er irgendwie plötzlich sehr, sehr viele Waffen in der Hand. Ha, okay. Aber okay. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir hier wollen für diesen Shot. Jetzt müssen wir natürlich hier einen neuen Shot kreieren. Und dazu machen wir einfach Duplicate Shot. Und ja, wir nennen ihn, ach ist egal, ich lasse ihn jetzt einfach mal so drin.
So, jetzt haben wir hier quasi zweimal denselben Shot. Was bringt mir das? Naja, erstmal haben wir hier bis Keyframe 25 irgendwas gemacht. So, und ja, jetzt will ich logischerweise den oberen hier Edit und Trim Right. Und den unteren mache ich Edit und Trim Left. So, und jetzt habe ich natürlich hier zweimal im Endeffekt denselben Shot. Bam, und es geht genauso weiter. Aber das Tolle dran ist, ich kann jetzt hier mit diesem Shot meine Kamera wieder so umwandeln, wie ich das brauche. Das heißt, ich kann hier Camera Cuts und diese Sign Camera einfach löschen, eine neue Kamera einfügen. Und jetzt kann ich von mir aus hier bei 25, warum sind die dann noch nicht gespawnt? Kann ich jetzt hier, achso, halt, ich muss sie erstmal piloten. Pilot. Na, wo ist sie denn? Achso, die existiert ja noch gar nicht. Da ist sie. Okay, dann tracken wir die hier mal. Und ja, jetzt wollen wir, was wollen wir machen? So die Perspektive oder sowas setzen, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist jetzt auch nur so ein Mini-Projekt sozusagen. Ich mache jetzt hier mal eine Keyframe und dann will ich euch noch zeigen, wie man Kameras transformieren kann. Das heißt, wie sich eine Kamera bewegt. Wenn wir jetzt nämlich hier auf Play gehen, dann sehen wir, dass er erstmal seine Waffen fertig hat und dann läuft er uns einfach aus dem Bild. Bam. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie sinnvoll. Deswegen machen wir natürlich hier noch bei Keyframe 179, da wo er quasi ganz drüben ist. Ups, ich will sie piloten, Mann. Da gehen wir einfach auch rüber und sagen, hier ist er. Und deswegen wollen wir ihn natürlich auch sehen, setzen hier einen Keyframe. Ich mache hier nochmal kurz den Fokus auf ihn. Und hier am Anfang setzen wir auch den Fokus. Da ist der Fokus eigentlich ganz gut. Okay, wobei, halt, stopp, das ist gar nicht, ja, hier. Okay, wenn man aus Versehen außerhalb von dieser Reichweite von der Kamera sozusagen ist, dann, dann verliert man auch diesen Pilot-Mode hier. Deswegen muss man hier auch immer wieder schauen, ob man auch wirklich diesen Pilot-Mode hat. Achso, ich habe keinen Keyframe eingefügt, ne? So, dann machen wir hier noch eins weiter, zwei weiter und dann machen wir hier. Na komm schon, was ist denn los? So, fügen hier noch einen Keyframe ein. Fügen hier noch einen Keyframe ein, habe ich gesagt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal in unserem Master an. Das heißt, wir haben hier jetzt zwei Shots. Wir haben einmal Shot 1 und einmal Shot 2. Und ja, das ist eigentlich relativ simpel. Ich schaue es mir mal ganz kurz an. Hier drüben seht ihr übrigens, was gerade so passiert. Er fängt da an zu laufen und er läuft aus dem Bild raus. Warum läuft er aus dem Bild raus? Weil ich vergessen habe, Keyframes zu setzen, nehme ich an. Keyframe und Keyframe. Was ist denn hier los? Habe ich mal wieder nicht Pilot-Mode angehabt? Nein, das wollte ich nicht. Übrigens, ihr könnt Keyframes einfach draufklicken und entfernen drücken, dann habt ihr die schon. So, und jetzt sehen wir hier nämlich, das war der falsche. Okay, und hier machen wir jetzt einen neuen Keyframe über Transforms. So, und dann müssen wir vielleicht nochmal den Fokus hier neu setzen auf sein Gesicht oder sowas. Das weg. So, okay. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Master an und freuen uns, wenn es schön aussieht oder auch nicht schön aussieht. So, hier drüben ist das, was wir sehen wollen. Nein, das ist nicht. Okay. So, okay, und ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt hier, was war das? Achso, ja, wo er wegläuft. Wir haben jetzt hier unsere Szene sozusagen, achso, wir können es übrigens auch direkt nebeneinander legen, wie ihr das wollt. Wir haben jetzt unsere Szene im Endeffekt in Shots aufgeteilt und können die jetzt nach Belieben noch weiter editieren. Wir sind aber im Endeffekt fertig mit unserer Mini-Szene. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier wirklich einen Kampf oder sowas noch animieren möchte, dann hat man halt mehrere Charaktere, man muss noch Effekte einfügen und so weiter. Und das würde man jetzt hier alles in den einzelnen Shots machen. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viele Shots übrig sozusagen. Das heißt, man kann hier auch sehr, sehr viel natürlich damit machen. Man kann mehrere Kameraperspektiven machen, einfache Cuts oder sowas. Und dann könnt ihr hier haufenweise den Fokus ändern und dann, keine Ahnung, sehr, sehr viel animieren natürlich.
Und ja, das ist sehr, sehr viel Arbeit, deswegen, das ist relativ langweilig, wenn ich das jetzt für euch sozusagen hier vormache. Aber ich wollte euch die Basics mal zeigen und bleibt dabei, ich zeige euch noch ein paar coole Effekte, die man machen kann. Und am Ende machen wir auch noch so eine kleine Aktion, habe ich mir überlegt. Aber das erfahrt ihr, wenn wir soweit sind. Okay, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.